Liebe Fußballfreunde, heute heiße ich euch herzlich willkommen im Signal Iduna Park. Heute heißt es Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Ja, Kommentator wieder mal Görlitzer LP hier am Studio. Die Hertha wieder mit der gleichen Startaufstellung wie gegen Hamburg. Dort gab es ein 2:2. Ja, Dortmund 4., Hertha 15. Läuft. In echt ging das Ding ja 1:1 aus. Durch Stocker kam ja das erste Ding für die Hertha und dann kam Aubameyang leider noch mit dem Ausgleich. Timo Lenz Bewertung ist gleich mal auf eine 74 wieder hochgegangen nach dem Spiel, habt ihr aber sicherlich noch gesehen. Dortmund hat die beste Abwehr, was schon mal nichts gut heißt für uns momentan bis in der Liga. Schiedsrichter ist Heimo Wasserschneider, ja, und ich hoffe einfach so, dass wir irgendwas hier reißen können. Weil gegen die Großen schlagen wir uns nicht schlecht. Okay, Birki im Tor bei Dortmund, Piszczek, Subotic, Bender. Durm bilden die Abwehr, Weigel, Rode, Schürrle, Kagawa, Dembele im Mittelfeld und Ramos spielt die Sturmspitze. Das heißt, Dortmund denkt, wir würden nichts reißen. Deswegen spielt sie mit dieser Aufstellung. Gut. Dann Hertha, wieder die gleiche. Tor, Jahrstein, Abwehr, Brooks und Langkamp. Rechts und links spielen Plattenhardt und Weiser, Esswein, Kalou, Lustenberger, Skjelbred und Darida bilden das Mittelfeld und Ibisevic im Sturm. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Ist vielleicht nicht das Beste, aber ich finde es gut, wenn man in der ersten Halbzeit erstmal gegen Dortmund hinten gut steht. Hoffentlich gut steht. Das heißt nicht, dass das auch passiert. Ich habe überlegt, Selke zuerst spielen zu lassen, aber Selke kann irgendwie nie bei uns richtig gut in der Startelf sofort spielen. Und Lustenberger hat sich irre machen lassen von den Medien, hat er selber zugegeben und freut sich jetzt, dass er von Anfang an spielt. Heimo Wasserschneider ist der Schiedsrichter der Partie. Ja, ich weiß gar nicht, wen hatten wir im letzten Spiel. Naja, egal. Es geht los im Signal Iduna Park, heute Anschluss um 16 Uhr, warum auch immer. Aber egal, eigentlich 15.30 Uhr und dann geht's mal gleich los. Dortmund schon mal mit dem schnellen Spielen. Sauber von Skjelbred, der legt ab auf Kalou, der schickt Darida irgendwie ein bisschen zu weit, Darida holt sich aber fast den Ball zurück. Okay, wir sollten aber trotzdem nicht unsere Spieler rausziehen, weil dann sind wir selber schuld. Dann brauchen wir uns auch nicht zu beschweren, dass die hinten stehen. Okay. Oh, gut. Gut dazwischen gegangen von Langkamp. Okay, zack. Nein, Ibisevic, warum läufst du denn nicht weiter? Wäre vielleicht abseits gewesen, aber ist mir lieber, als dass wir jetzt einen Konter kassieren. Der auch noch reingeht. Alter, Dembele ist so krass. So. Was macht ihr denn? Okay, ein bisschen konzentrieren. Das kann nicht wahr sein. Was macht ihr denn? Warum kommt denn die Flanke da so? Warum steht der Typ da so frei in unserem Strafraum? Fragen über Fragen. Darida schön durchgesetzt. Esswein auf Darida. Warum macht ihr denn da noch so einen Schlenker? Schön von Darida. Nochmal. Komm. Schade. Komm. Oh. Hertha will was mitnehmen. Schön, lustig. Oh, Ibisevic. Oh Gott, jetzt ist er offen. Okay. Lustenberger wieder hinten mit. Alter. So, immerhin haben wir nicht Aubameyang gegenüber. Oh, schön von Brooks. Schön. So, aber kein Elfmeter. Was? Ich wollte ihn nicht auf Ibisevic, Mann. Ich wollte ihn auf Darida. Boah. Konzentration pur, ey. Schön. Skjelbred. Lustig. Weißt du was? Der läuft jetzt einfach mal. Nein! Als ob Rode schneller ist.
Aber jetzt fehlt Lust die hinten. Boah, ich wollte gerade sagen, aber es gäbe, klärt das gut. Ab! Plattenhardt rutscht da zwar zwischen, aber hat ihn nicht berührt, aber es war gerade ziemlich knapp. Boah. Okay, S-Wein. Ey, wo spielen die den denn immer hin? Okay, jetzt war vielleicht gerade einer dazwischen, aber trotzdem. Ey, dass die sich immer mit dem Körper zu einem reinstellen, nervt mich gerade so. Schön, Fuchs. So, zack. Schnell. Nein, der Rieder, der Rieder, der Rieder. Komm schon, hol den dir. Ah, fuck. Supertitsch? Nee. Supertitsch, der Rieder, würde ich mal sagen. Hört sich so ähnlich an. Schön. Ey! Hallo? Mann, toll! Kalu verletzt sich, aber es gibt wieder nichts! Ey, ihr seid doch solche Missels. Im Ring war. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Als Haraguchi. Toll, jetzt fällt Kalu schon wieder aus, ey. Mann. Warum muss ich eigentlich den Ball abgeben? Die faulen mich doch und spielen weiter. Hallo, wie lange braucht eigentlich Ibisevic, um nach vorne zu rennen? Schade. Oh. Ach komm. War nix. Oh. Gibt's die Flanke? Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Jo! Hallo! Der pfeift ja hier nicht für uns! Oh, schade, Haraguchi. Nein! Nein, 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 Hilfe! Nerven aufreiben, kaum. Warum? Komm schon. Oh, schade. Nein, Darida, warum gehst du denn nicht dahin? Boah, Hilfe. Also ich bin mit einem 0 zu 0 zur Pause zufrieden, aber noch müssen wir gegenhalten. Oh, schön, schön vom Plattenhardt, sauber. Gelb? Will ich aber auch hoffen. So, und vielleicht ja unsere Chance, Haraguchi. Toll. Oh, noch eine gelbe gleich hinterher. Für Ramos oder den Billy Ramos? Okay, und. Kommt nicht schlecht. Und nicht gut genug. Warum Ibisevic jetzt auch immer den Einwurf macht, aber gut. Nächster Einwurf. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, schade. Ibisevic, wie schnell war denn der jetzt bitte im Raum? Komm schon. Pfeift. Zweite Halbzeit, wir nehmen wieder die gleichen Wechsel vor wie gegen Hamburg und hoffen, dass wir hier mit einem Sieg vielleicht auch noch nach Hause gehen können. Jedoch hoffe ich, dass es einfach nur unentschieden bleibt, weil mit einem Unentschieden bin ich schon zufrieden hier in Dortmund. Und dann geht's los
Im Signal Iduna Park, zweite Halbzeit. Okay, schön. War zwar vielleicht nicht so geplant, aber weiß keiner. S2 braucht er zu lang, um vielleicht. Okay, schön. Trotzdem. Nein, warum denn mitten durch? Ich wollte den außen rum haben. Schön. Bei uns hätte jetzt hinten ein Abwehrspieler gefehlt und das wäre nicht so gut geworden. Du da? Selke? Selke! 1-0! In Dortmund! Geht doch! Jubelt jeder. Oh, das ist ein schönes Bild. Oh. Boah, 1-0. Taktik funktioniert. Geplant war es so nicht. Ich wollte eigentlich, dass Selke hinter Subotić langläuft, aber vorne rum geht's natürlich auch. Hilfe! Wir führen in Dortmund. Gefühl habe ich bloß, dass wir den Ausgleich kassieren. Ja, Lenz freut sich. Alter. Ah, schade. Sauber von Skelbred, aber verliert ihn direkt wieder. Jetzt fehlt er hinten. Aber könnte natürlich mit nach hinten laufen, was er natürlich nicht tut. Darida probiert aber seine Position zu nehmen. Ja, Stein, du Tier! Unsere Nummer 22, Run, I'm meaning, Jahrstein. Auch wenn es nur im eigenen Stadion angesagt wird, auch egal. Nein, nicht so ein. Was war das denn? Erstens, warum steht Piszczek so frei? Zweitens, warum noch Latte rein? Das gibt's doch gar nicht. Ey. Kaum führen wir in Dortmund sofort der Ausgleich. Ey, war. Hallo? Jetzt hat natürlich Dortmund wieder Aufwind. Merkt man auch gleich, dass sie viel besser spielen. Okay, dieses geht für Dortmund gegen Ingolstadt. Haben sie ja 3-3 gespielt. Auch in der letzten Minute wieder. Ach, nimm ihn dir doch, wenn du ihn schon hast. Sauber. Nein, warum? Sauber, Einwurf. Oh, Hilfe. Okay, oh, oh, da gibt sich was. Nein, hallo, Mann. Als ob, ich wollte reinziehen und einen gedrehten Schuss machen. Schade. Da war doch gar nichts. Komm schon, den kriegst du, Haraguchi. Du bist doch wohl schneller als Castro. Gelb. Nix. So, hoffentlich, bitte. Selke, du Tier! 2-1! Genau vor der Dortmunder Bank. Ich wollte eigentlich zu unserem Trainer rennen, aber... Selke... macht das 2-1. Stell dir mal vor, wir hätten da Timo Werner gehabt. Der hätte niemals diesen Kopfball reingemacht.
jetzt will ich mich eigentlich nur noch hinten reinstellen, aber wir haben halt nur 30 Minuten zu spielen. Ach, 20, 30, ja, siehst du. Denk schon an eine volle Stunde. An 100 Minuten, an eine volle Stunde, ja. Pff. Nein, geht weg. Das kann nicht wahr sein. Hau den einfach nur raus. Schön. Schade. Gute Idee, aber leider nicht gut umgesetzt. Oder wie sagt immer der FIFA-Kommentator aus FIFA 16, gut gemacht, schlecht gedacht. Nein. Stehen wir offen. Oh ja, Stein, du Tiermann! Und jetzt dürfen wir aber nicht wieder ein Tor durch Dingsabumser kassieren, durch eine Ecke. Hab den! Sauber! Zeitspiel, zack. Nein! Nein, das wäre die Möglichkeit gewesen, Alter. Ja, Stein. Aubameyang kam außerdem inzwischen. Wie prallt der denn ab? Nein, pfeif nichts! Warum? Warum? Ich hatte nur noch Pisscheck vor mir. Boah, aber nimm Zeit von der Uhr. Alter. Nein, schade, Selke, jetzt beinahe noch gemacht, das 3-1. Wir haben aber Brooks. Nein! Nein! Oh, fuck it. Die kriegen aber auch jeden Ball nochmal. Einfach nur raus. Ja, Stein! Alter, und der Torwart ist mit vorne. Alter, ja, Stein. Nein! Nein, nicht so! Der kriegt den nochmal. Ich dachte gerade, der geht zum Elfmeterpunkt. Nein, warum nennen immer solche Dinger noch? Ja, Sieg in Dortmund! Alter, ich dachte, der geht noch rein. Und dann noch dieser Freistoß. Alter. Alter, Selke. Ja, Stein. Esswein, ihr seid alles Helden. Hilfe. Mein Herz pocht gerade so, ne? Das sind so die Highlights aus der zweiten Halbzeit.
Also das Ding war echt mehr Glück als Verstand, ey. Und Pisscheck vor allem, ich dachte, da steht irgendjemand. Nö. Egoistisch, ey. Na, wie gefalle ich euch? Der Jahrstein auch. Boah, Held des Abends, Alter. Spielende 1:2. Wer ist denn bei uns Spieler des Tages geworden? Selke. Jahrstein war zweitbester. Dritt. Schlechtester. Was ich eigentlich nicht verstehe, aber egal. Gucken, auf welchem Platz wir sind. Boah, Alter. Hilfe. Wir haben am Sonntag gespielt. Das Spiel war aber an einem Freitag. Jo, und unsere Bewertung geht natürlich nicht hoch. Achso, als nächstes geht's Rückrunde. Oh, wir spielen gegen Ersten momentan. Aber ich wollte jetzt eigentlich gucken, welcher Platz wir sind in der Bundesliga. Wo ist denn das? Hier? Nee. Die Argentinien und die Österreich. Ich gehe gerade in die völlig falsche Richtung. Brauche umso länger jetzt dafür. Hallo? Schottland, Saudi-Arabien, interessiert eh keinen. Russland, Irland, Portugal, Polen, Norwegen, Niederlande, Mexiko, Korea, Kolumbien, Japan, Italien, Frankreich, England, Dänemark, Deutschland. Wir sind 13. Sieh mal einen an. 7 Punkte haben wir jetzt. Haben 10 Gegentore und 6 Tore geschossen bis jetzt. Ja, 10 Punkte auf den ersten. Schaffen wir. Und wir haben Dortmund die Punkte gekostet. So sind sie jetzt auf den vierten abgerutscht. Dortmund, Alter, Gladbach und Köln haben sie überholt. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Als nächstes geht es dann in der Europa League hin und her. Und ja, ich freue mich auf euch.